Ja, hallo zusammen und seid gegrüßt zu einer weiteren Folge von Let's Play Final Fantasy X. Für mich beginnt heute eine neue Aufnahmesession und ich freue mich mega auf das, was jetzt passiert. Wir haben es in der letzten Folge tatsächlich geschafft, den sagenumwobenen Makalania-Wald zu erreichen und gucken uns jetzt hier gleich mal um. Mir ist am Ende der letzten Folge eine Sache aufgefallen, weil ich habe den letzten Part gestern Abend geschnitten und ich finde, Auryn hat sowas Treffendes, Bezeichnendes, Kluges über Yuna gesagt. Das ist mir in der letzten Aufnahme gar nicht aufgefallen. Er meinte nämlich, Yuna ist easy to read, but hard to guard. Ich finde, das bringt ziemlich gut auf den Punkt, was hier mit Yuna als nächstes so passieren wird. Er hat uns auch nochmal den Hinweis mitgegeben, dass wir gut auf sie aufpassen sollen und alles und überhaupt. Und ja, der Wald verspricht auf jeden Fall einige interessante Szenen. Aber vielleicht noch nicht heute. Ich weiß nicht, ich glaube, der dauert auch ein bisschen länger. Wir gucken erstmal, was hier so passiert. Lady Yuna, it is good to see you made it through safely. And, if I may, congratulations on your betrothal. Maester Seymour's people are expecting you. Take that road to go to Makalania Temple. Okay. Und die andere Route? Die andere Route ist gemäß Minimap, glaube ich, die richtige. Wir gucken trotzdem mal kurz hier noch. We're on watch duty at the temple, at least until the wedding's done. Anyone tries to crash our party, we'll send them packing. Oh yeah, class goes back there with the chocobo. Stop and say hi if you got the time. Next time you see us, we'll be the proud Chocobo Knights once again. Next time you see us, we'll be... We've received several reports of summoners disappearing these last few days. Please be careful, my lady. When our assignment here is done, we will be heading north. Hopefully, we will catch some chocobos and rebuild our unit. But I must say, it's been a while. Maybe too long since we've had anything to celebrate. But I must say, it's... Tja, da hat Yuna wohl genau das erreicht, was sie auch erreichen wollte. Alle sind glücklich, alle sind in Feierlaune. This road leads to Bethel. You should hurry to the temple in Makalania. Achso, ich dachte, die meinen die Route. Nee, dann passt das jetzt zusammen. Bevel hat, glaube ich, einen der schlimmsten Tempel, wobei ich glaube, Makalania kommt auch in die engere Auswahl. Aber wir gucken mal. Ich habe zwar ein bisschen Bammel vor dem, was noch kommt, aber notfalls mache ich halt wieder so einen kleinen Eskalationspart draus. Ich hoffe, dass sich das nicht wieder auf 2 Tage verteilt. Mal gucken. Ah, okay, Kämpfe haben wir hier also auch. Jawohl, ich glaube, die waren nicht ganz ohne, aber ich meine, dass ich im Laufe der letzten Parts auch ganz gut gelevelt habe, insofern sollte das nicht das Thema sein. So, warte mal, ich muss jetzt erstmal gucken, wie ich jetzt hier am besten verfahre. Einmal verteidigen, einmal angreifen, erstmal wieder so ein bisschen in den Flow reinkommen, sage ich mal. So, Feuer ist keine gute Idee gegen den. Das heißt, wir ballern dem alles um die Ohren, was keine Flammen mitbringt. Ich fange einfach mal mit Eisra an. Das sieht doch schon mal gut aus. Oh Gott. Ich glaube, das könnten sogar mit die mit die unangenehmsten Gegner hier in diesem Gebiet sein. Ich hoffe, dass die wenigstens ordentlich was an Dings abwerfen, an Erfahrung. Das wäre dann, finde ich, ein fairer Ausgleich. So, hier wird es jetzt aber auch nochmal spannend. Generell habe ich auch in der letzten Folge das Thema Umbau so ein bisschen... Oh, Polarwind, okay. So ein bisschen vernachlässigt. Ich glaube nämlich mit dem Zeug, was ich beim letzten Mal so zusammengeklaut habe... Obwohl, warte mal, wir könnten jetzt hier auch mal eine Ekstase wieder zum Besten... geben. Ich möchte den jetzt eigentlich noch normal bekämpfen. Ich habe Angst, dass wenn ich diesen... Versteinerungsatem jetzt nehme, dass der dann instant wieder tot ist und das kann ja nicht angehen, solange nicht Waka und die anderen noch an der Reihe waren. So, lässt er sich erblinden, ja oder nein? Ich glaube, bei magischen Angriffen bringt das eh nicht so viel, aber wir probieren es lieber. Der wird bestimmt auch mal zuhauen. Ich weiß gar nicht mehr, vielleicht zaubert der auch, nur kein Plan. Kraftbrecher nehme ich auch der Sicherheit halber mal. Aber Lulu bleibt dann wahrscheinlich... Oh Gott. Die stärkste hier. Okay, das ging aber.
Hat Kimari so eine gute magische Defense oder was ist da los? Oder kann der gar nicht so viel, wie ich ihm gerade zumute? Ich weiß es nicht. Wir machen das jetzt hier mal mit den Jungs zu Ende. Ich werde Lulu jetzt auch gegen diese Gegner einmal angreifen lassen und dann die anderen den Rest erledigen lassen. Einfach, um so ein bisschen auch auf die MP zu achten. Ne? Gab ja in der Donnersteppe schon den ein oder anderen Moment, wo es ein bisschen knapp wurde. Ah, guck mal, ja. Ich glaube, der Makalania-Wald, der war echt prädestiniert für versteckte Kisten. Ich erinnere mich auf jeden Fall an die eine oder andere, die ich damals bei meinem ersten Spieldurchlauf einfach mal eiskalt übersehen habe. Ich glaube, da war auch irgendeine wichtige dabei. So, Schlafschlag bringt uns herzlich wenig. Ich hätte bei ihr ganz gerne irgendwas, was den Zauberangriff noch weiter pusht, aber das besitzen wir noch nicht. Insofern, stopp. Prima Simo erwartet euch. Begebt euch umgehend zum Tempel Makalania. Okay, wir sind quasi unterwegs. Innerhalb des Waldes überlasse ich euch den Schutz Yunas. Ach, und außerhalb dann nicht mehr, oder was? Da kommst du dann mit, ja? Das will ich sehen, wie du uns in der Donnersteppe unterstützt. Nein, aber der läuft ja wahrscheinlich nur Patrouille. Und meinte das gar nicht so. Okay, ich glaube, das sind jetzt hier auch neue Gegner. Giftbiene. Welche Zustandsveränderung wird dieses Wesen denn wohl mitbringen? Und Kusipose. Was ist das denn für ein niedlicher Name? Okay, warte mal. Dann lass uns mal einmal mit Good Old Waka anfangen. Der wird hoffentlich ein Bienchen instant aus dem Weg räumen. Jawohl. Wenn man sich auf eine Sache verlassen kann, dann ja wohl darauf. Dann möchte ich mit Riku gerne in Erfahrung bringen, was man hier so zusammenklauen kann. High Potion, okay. Das heißt, die Bienen sind jetzt nicht die interessantesten Gegner für uns. Warte mal, jetzt muss ich noch gucken, wie ich das hier am sinnvollsten mache. Ich glaube, die sind gar nicht so gefährlich. Ich hoffe jetzt mal... Nee, obwohl Tidus wird den jetzt nicht one-hitten, oder? Nee, der verträgt ein bisschen mehr, genau. Können wir nämlich gucken, ob wir hier noch was... Mega Potion. Alles klar. Das heißt, hier ist das Thema Diebstahl nicht so überlebenswichtig. Und die haben es auch nicht so mit der Treffsicherheit. Das finde ich gut. Yuna durfte schon... Warte mal, dann lassen wir mal kurz Lulu attackieren. Wenn ich sage attackieren, dann können wir mal ihre Waffe auf das Ding loslassen. Einfach, weil es so süß aussieht. Ey, das ist so cool, wenn du sie nämlich später overpowerst. Das ist irgendwie total strange, wenn dann ihr komisches Plüschtier auf den Gegner zurennt und dann einfach mal fetten, fünfstelligen Schaden da lässt. Finde ich gut. Ich freue mich auf den Moment, wenn wir den erreichen. Ist zwar noch ein weiter Weg, aber hey. Entschuldigung. So. Jetzt war, glaube ich, jeder an der Reihe, ne? Ich lasse jetzt auf jeden Fall erstmal ein paar Kämpfe drin, weil die Gegner hier scheinbar alle neu sind. Selbst die Bienen, die wir in anderer Ausführung schon gesehen haben, sind eben nicht eins zu eins die gleichen. Tempojäger. Was kann denn der Tempojäger beim werten Kimari? Erzähl mal. Ich bin gespannt, ob wir hier auch, das weiß ich nämlich auch nicht mehr so im Detail, ob hier auch Waffendrops kommen, die dann diese ganzen guten Auto-Effekte mitbringen, ne? Beispiel Auto-Hass, Auto-Protest und so ein Gedöns. Lass mich mal ganz kurz hier reingucken. Ich will mal nur kurz schauen, was wir den Leuten jetzt auf die Waffen legen können. Stromschlag wäre drin, die ganzen Wandler. Das ist von der Auswahl jetzt aber nicht so der Jackpot. Warte mal, wir haben doch aber in der Donnersteppe relativ viel zusammengeklaut. Ja, das wird sich wahrscheinlich hier eher niederschlagen, ne? Lichtschleier, Mondschleier. Guck mal, der Polarwind, das müsste jetzt kürzlich erst dazugekommen sein. Ja gut, diese ganzen Notattribute brauche ich jetzt nicht unbedingt. Hier, finde ich, wird das eher interessant. Wobei Autokur, Autophönix, Megaphönix weiß ich gar nicht, ob man das irgendwann kaufen kann. Aber ich meine Allheilmittel? Obwohl, also jetzt können wir es aktuell noch nicht kaufen, sonst wäre die Zahl nicht bei 8. Sonst hätte ich das Safe auch wieder mindestens in den zweistelligen Bereich hochgekauft. Aber ich meine, das kommt später noch. Oder war das das Final Fantasy, wo die Allheilmittel relativ rar gesät waren? Ich weiß, es gab irgendein Final Fantasy, da wurde dir das nicht hinterhergeschmissen. In Form eines einkaufbaren Items in jedem x-beliebigen Laden. Könnte auch das gewesen sein, bin mir nicht mehr ganz sicher.
bisher voll Glück gehabt, dass mich bisher kein Gegner vergiftet hat. Ja, okay. Ich darf solche Dinge einfach nicht laut aussprechen. Eigentlich hätte ich es wissen müssen. Aber hey, dann ist das halt so. Ich könnte auch mal mit den Ekstasen arbeiten, ne? Würde das auch ein bisschen beschleunigen. Aber ich glaube, die Flächenekstasen, da laufe ich dann ganz schnell Gefahr, dass die Gruppe instant auslöschen, ohne dass jeder hier mal zum Zuge kam. Warte mal, wer war High Potion, wer war Mega Potion? Du warst Mega... Nee, andersrum? Oder haben die das als seltenen Diebstahl jeweils? Ich bin mir nicht ganz sicher. So, warte mal, dann können wir jetzt von mir aus mit Lulu. Sie hat jetzt nicht irgendwas mit Sub-Spirit war das, glaube ich, ne? Ich weiß nicht, wer das lernt. Ich glaube, das könnte auch Wacker sein, ne? Weil er irgendwie Sub-Vita schon hat. Nee, ey, weißt du was? Ich spare meine MP, da halte ich dran fest. Mein Handy ist auch gerade schon wieder nicht lautlos. Passiert mir in letzter Zeit öfter. Oh, das werden die nach und nach doch alle vergiftet. Okay. So, nee, warte mal, wer ist an der Reihe? Riku. Ja, mit Riku muss ich jetzt nicht nochmal klauen. Haben wir jetzt zu Genüge gemacht. Das waren bei ihm nochmal... geht das auf alle Gegner? Ja, fügt allen Gegnern Schaden zu. Nee, dann will ich das nicht. Dann will ich das nicht. Dann machen wir den Kampf jetzt erstmal normal. Waka kann das Bienchen hier aus dem Weg räumen. Und dann kriegen wir den Rest auch noch fertig gemacht. Ich glaube, da kommen aber noch mehr Gegner. Ich meine, dass ja auch irgendwie so, ja, ich sag mal, fischige Gegner noch anzutreffen waren. Die auch nicht so ganz ohne waren, aber vielleicht kommen die erst in einem späteren Teil des Waldes. War jetzt jeder dran? Ich glaube, ja. Kommt, ballern wir da jetzt einfach rauf und gut ist. Orin kann auch gleich mal wieder ein bisschen Heilung vertragen. Aber... das geht doch schon mal ganz gut voran. Ich weiß, dass mir damals die Chimärengegner und der ein oder andere Fischgegner hier Probleme bereitet hat. Warte mal, Abilities. Ich weiß nicht, an welches Menü ich gewöhnt bin, aber ich suche irgendwie instant immer erstmal in der falschen Höhe nach meinen Abilities, die ich einsetzen kann. Hier ist bestimmt die nächste Kiste. Ja, okay, die sieht man sogar ein bisschen. Die war nicht ganz so unfair. Phönixfeder kann man auch gut gebrauchen. Ah, da ist zwar kein Fischgegner dabei, aber drei komplett neue, wenn ich das richtig sehe. Schmelke, Mulfushu-Panzer und Teilchen Blau. Okay, Leute, wir brauchen eine sinnvolle Arbeitsteilung. Ich würde mal sagen, Riku kommt als Erste rein und Riku wird jetzt nach und nach alle beklauen. Hier bekommen wir Fischschuppen gesponsert. Was bist du denn für ein ekelhaftes Vieh? Da können die einfach versteinern? Okay. Ich glaube, das wird jetzt nicht der letzte Gegner sein, den ich hier aus dem Weg räume in Zukunft. Der berühmt-berüchtigte Teil des Gegners. Ich glaube, der wird demnächst dann eher zuerst dran glauben müssen. Das Blöde ist nur, dass ich dir mit Riku jetzt noch nicht beklaut habe. Warte mal, deswegen machen wir das jetzt mal ein bisschen anders. Das ist ein Eisgegner. Okay. So. Ich werde jetzt am Anfang mal mit Feuerer starten. 1500. Nee, ich glaube, ein normales Feuerchen wird er nicht... Was? Okay. Oh, das ist ein Wassergegner. Wie habe ich denn gerade geguckt? Wie habe ich denn gerade geguckt, Mann? Bin ich wohl noch nicht so ganz wach. Ey, was hat der für ein Problem mit Riku? Lass sie doch mal in Ruhe. Vor allen Dingen, wenn ich die jetzt immer wieder entsteinern muss... dann rückt die, glaube ich, im Slot immer nach hinten. Nee, doch nicht. Okay, ich bin verwirrt. So, ganz schnell einmal bitte Schmelke beklauen, damit wir das Ding hier aus dem Weg räumen können. Der weiß schon, warum er Goldnadeln droppt, ne? Warte mal, was habe ich denn hier gerade falsch gesehen? Ich habe gerade das untere gesehen, das Feuer und... ach so, Feuer und Eis macht nur halbierten Schaden und Blitz ist das, was der Multiplikator ist, alles klar. Oh Mann, ey. Habt ihr alle nicht gesehen, oder? Don't look so shocked. Cool. Bitte nicht versteinern, Mann! Boah, wie der Gegner mich gerade nervt, ey. So, warte, eigentlich muss Riku jetzt nochmal heilen. Ich zieh das jetzt durch. Ich zieh das jetzt durch. Auch wenn am Ende vielleicht jemand sterben wird, dann ist das halt so. So, warte mal, dann kann sie jetzt nochmal Riku kurz aufpeppeln und dann kann sie auch endlich raus. Und dann können wir die Gegnerreihen hier mal ein bisschen dezimieren. Okay, diesmal hat er die nur stumm gemacht. Ich wollte gerade sagen, ey, kann der auch was anderes außer die ganze Zeit versteinern? Kann er scheinbar schon.
So, einmal hier bitte. Was? Okay, der hält ein bisschen mehr aus. Ungeil. Waka hat darüber hinaus, glaube ich, noch die größte Treffsicherheit, ne? Dann wird das ab jetzt der Waka-Teil des Gegners. Achso, warte mal. Lulu ist noch versteinert. Moment. Okay, warte mal. Jetzt bin ich verwirrt, ey. Was ist das hier für ein komischer Kampf? Yuna war schon dran. Orin und Kimari fehlen. So, Kimari kann dann. Ich weiß nicht, ob ich das jemals in einem Kampf schon eingesetzt habe, aber Kimari kann dann meine Goldnadel einsetzen. So, und dann kann der gute Auron hier mit ins Spiel. Jawohl. Und der enttäuscht nicht. Die gepanzerten Gegner, die schnitzelt er weg wie sonst was. Das ist gut. Okay, also ab sofort werden diese Kämpfe auch ein bisschen schneller vonstatten gehen. Jetzt weiß ich ja, wie der Hase hier läuft. Okay, keiner ist gelb. Das heißt, Heilung kann erstmal noch warten. Ich habe so ein bisschen Angst, dass plötzlich zwei von den Chimären vor uns stehen. Das ist jetzt nur eine. Ich weiß nicht mehr, ob das irgendwie geht, aber ich könnte es mir vorstellen. So, fangen wir mal mit Rico an. Wobei, warte mal, was hat sie hier? Ach ja, Bastin. Bastin, Bastin, Bastin. Das werden wir wahrscheinlich in diesem Let's Play nicht allzu oft sehen. Vielleicht später als taktisches Mittel, um den ein oder anderen schwereren Bossfight oder optionalen Boss oder was auch immer niederzuringen. Wobei ich auch gar nicht mehr weiß, ob Rico da so die beste Wahl ist. Hängt wahrscheinlich auch vom Gegner ab, ja. Diese Angriffe, die sind natürlich ein bisschen eklig, so ein ganz kleines bisschen. Aber jetzt kommt erstmal unsere Haut-Drauf-Truppe nach und nach rein. Tides hat Ekstase, Mensch. Hätte ich direkt einsetzen können. Egal, weiß ich, was ich beim nächsten Mal zu tun habe. Wobei das beim starken Einzelgegner eigentlich mehr Sinn macht als bei so einem Gruppenkampf. So, und Sir Auron. Obwohl, hatte ich Waka jetzt schon mit drin? Entschuldigung. Hab hier schon wieder irgendwie Verpeilungsgrad über 1000 hier. Au, aber wenigstens geht das nur auf einen. Warte mal, ich hole mal Waka sicherheitshalber noch mit rein. Blindhieb wird wahrscheinlich nicht mehr allzu viel bringen, weil der gleich down ist, aber egal. So, wenn jetzt nochmal Kimari so eine Flamme aufs Fressbrett kriegt, dann ist er, glaube ich, so gut wie weg. Boah, ey, wisst ihr was? Wir machen jetzt einfach hier einmal den Saito-Hieb. Wahrscheinlich als Finisher, aber ich nutze das ja auch gerade nicht als taktisches Mittel, um den schnell down zu kriegen. Ich will einfach nur, dass er seine Ekstase weiter ausbaut und verbessert. Und der ist noch nicht mal gestorben dadurch, von daher war das gar nicht so verkehrt. Habe jetzt auch aus den Kommentaren gelesen, aber das habe ich auch schon irgendwann vermutet in der letzten, vorletzten Folge, dass ich wirklich nur die Schwachpunkte der Leute sehe, wenn jemand auch Durchschauen angelegt hat. Das heißt, da wird es in Zukunft auch keine Irritation mehr geben. So, Z-Abwehr 10%. Das ist für diesen Ort gar nicht mal so verkehrt. Weißt du was? Ich glaube, das lege ich jetzt einfach mal an. So, und dann müssen wir jetzt aber eine kleine Heilungsrunde noch starten. Wobei, klein ist gut, ne? Kann ich hier nicht auch irgendwie das auf alle casten? Ich weiß gar nicht mehr, ob sie da irgendwie einen anderen Heilzauber lernen muss oder ob ich einfach nur die richtige Taste gerade nicht gefunden habe. Kein Plan. Das sieht aus, als könne man da hinten weiterlaufen, aber Pustekuchen. So, die Chimärenkämpfe werde ich ab sofort rausschneiden. Mir ist auch im Kampf aufgefallen, dass ich theoretisch auch mal... Hey! You... Have you seen Donna? Donna? Can't say I have. What's up? We got separated on the way here. Damn it all! I've gotta find her! Calm down. But if anything happens to her... Running around in a panic is not going to help. Right now, you have to keep cool and search. But... Guard your emotions. Then guard your summoner. You're right. Shall we search? No, I've taken up enough of your time. Thank you, Sir Auron.
What's up? Oh, I just wanted to wish him good luck. Orin könnte man sich auch echt gut in der Telefonseelsorge vorstellen, oder? Wahnsinn, was dieser Mann für eine Ruhe und Weisheit ausstrahlt. Echt cool einfach nur. Ja, ich wollte gerade sagen, dass ich bei den Chimären zukünftig mal versuchen werde, die einfach auf stumm zu setzen. Keine Ahnung, warum mir das in den letzten Kämpfen nicht schon in den Sinn kam. Ah nee, warte mal, ich wollte ja jetzt hier anders vorgehen. Nee, Moment. Ich habe keinen Bock auf den Schmelke-Stress, deswegen versuche ich mich erstmal auf den zu konzentrieren. Ja, jetzt weiß ich auch wieder warum. Wobei der Stummeffekt, wie gesagt, der geht voll klar. Vor allen Dingen, wenn er auf Leute wie Orin dann ausgerichtet ist. Aber die Versteinerung, die nervt halt schon so ganz dezent. So, was war denn hier nochmal die beste Idee für Clown? Hier kriegen wir High Potions raus. Ist ja auch egal, sie muss ja sowieso irgendwas machen. Von daher kann sie auch mal hier. So, warte mal, dann können wir jetzt Orin eigentlich den umnieten lassen. Jetzt habe ich schon wieder so eine ganz komische Reihenfolge. Ich bin immer noch total in meinem Donnersteppen-Modus. Tides war schon dran. Kimari war noch nicht dran. Das heißt, er darf einmal. Dann darf Yuna einmal. Und dann darf Lulu einmal. Und dann können wir den finishen. Jawohl. So geht das schon klar, ne? Waka, wir brauchen deine Treffsicherheitsexpertise. Ich konnte Bartellos Panik aber irgendwie nachempfinden. Vor allen Dingen, wenn ich jetzt hier so ein Guardian von Yuna wäre. Ja, man weiß ja nicht, was da genau passiert, wer dahinter steckt und ob man nicht vielleicht auch das eigene Medium verlieren könnte. Weil wir wissen ja nicht viel von... A butterfly with rainbow wings will lead the way to secret things. Mhm. Da kriege ich hier schon wieder Hasspickel, wenn ich das nur sehe. Das ist ungefähr genauso ätzend wie das Blitze-Donner-Ausweichen, finde ich, in der Donnersteppe. Also das, was wir jetzt hier sehen, das werde ich jetzt hier wahrscheinlich nicht machen, aber das muss ich langfristig irgendwann tun, wenn ich alle Solaris-Waffen haben und ausmaximieren will. Schmetterlingsjagd im Makalania-Wald. Wenn man den vielfarbigen Schmetterling berührt, erscheinen viele rote und blaue Schmetterlinge. Die roten Schmetterlinge rufen bei Berührung starke Monster herbei, doch sieben blaue Schmetterlinge. Nach einer bestimmten Zeit verschwinden die Schmetterlinge, es gilt also, den roten auszuweichen und die blauen zu fangen. Klingt eigentlich ganz spaßig, ist es in der Praxis aber eher nicht so. Was ich gerade sagen wollte, wir wissen zwar nicht viel über Bartello und Donna, aber wenn wir eines wissen, dass dann, dass Bartello ihr nicht von der Seite weicht, ne? So, okay, nein, ich wollte das Ding nicht berühren. Hau ab. Habe ich jetzt das Spiel gestartet? Ernsthaft? Okay, das war keine Absicht, Leute. Das war keine Absicht. Wie kann ich das denn jetzt... Hä? Okay, warte mal, ich bin verwirrt. So, hier ging das los. Wenn ich mit dir quatsche, der vielfarbige Schmetterling ruft rote und blaue Schmetterlinge herbei. Der rote ist der Unglücksbote, er ruft starke Monster herbei. Der blaue zeigt den Weg ins Glück. Sieben von ihm bescheren einen Schatz. Und der ist nicht ganz ohne. Also klar, das hier ist nicht so langwierig, aber ich glaube, das ist echt nicht ohne. Also ich habe das damals auch nicht geschafft, ne? Die schweren Sachen, die haben immer irgendwie entweder mein Bruder oder andere Leute gemacht. Ich habe das ja damals bei Final Fantasy X auch nochmal mit ein paar Freunden durchgespielt, die das Spiel auch mega gefeiert haben seinerzeit. Und ja, deswegen sind da viele vage Erinnerungen dran gekoppelt und auch ein bisschen Emotionen an der einen oder anderen Stelle. So, womit fangen wir an? Wir fangen mit Riku an, die erstmal die Teilchen beklauen kann. Ich könnte jetzt die Teilchen hier auch mehrfach nach und nach beklauen, aber das knicke ich mir jetzt mal und beschränke mich auf einen Diebstahl pro Runde. So, und das waren die Blitzra-empfindlichen. Und dann kann ich, meine ich, so ganz langsam auch diese Kämpfe hier rausschnibbeln, oder? Also klar, gegen die Teilchen haben wir das jetzt nicht so oft gesehen, aber
So, warte mal, dann kann Yuna jetzt ja auch noch mal was Gutes tun in Form von Heilung für Wacker. Wobei Lulu auch gleich in die gelben Zahlen abrutschen wird, wenn der Vergiftungseffekt noch mal eintritt. So, er kann... Ah, nee, er hat schon angegriffen. Oh, das war die gerechte Strafe, dass ich den Gegner jetzt geheilt habe. So, warte mal, dann holen wir jetzt Tidus mit rein. Ich wehre jetzt lieber mal ab. Wow, obwohl wir schon ganz schön viel Schaden fressen. Das ist nicht ohne, was hier passiert. Auron einmal verteidigen, bitte. So, wer fehlt jetzt noch? Kimari, ne? Und danach können wir den auch finishen. Ohne dass er weitere Schäden anrichten kann. Das war genug. Teilchen, beim nächsten Mal lasse ich die Biene bis zum Schluss leben. Aber die Teilchen in der Donnersteppe, die waren halt relativ lame, finde ich. Insofern habe ich das jetzt hier nicht kommen sehen. Aber im Makalania-Wald ist halt alles ein bisschen anders. So, Ability, Yuna, Vitra, Lulu, Tidus. So, ich glaube, die Chimären, die hinterlassen definitiv am meisten Erfahrungspunkte. Ich krieg schon wieder Plack, wenn ich die ganzen Schmetterlinge hier sehe. So, ich habe jetzt Wackers Stummhieb zweimal auf die Chimäre losgelassen. Und einmal hat es funktioniert und einmal nicht. Das heißt, es klappt aber nicht mit hundertprozentiger Wahrscheinlichkeit. So, dann lass uns jetzt die Leute mal ein bisschen weiterlaufen. Ich habe auch den ein oder anderen Kommentar gesehen, wie man Kimari jetzt hier weiterlaufen lässt. Also, einige haben geschrieben, dass die Route von Riku zum Beispiel Sinn macht. Andere haben geschrieben, dass die Route von Lulu Sinn macht, damit er auch die ganzen Schwarzmagien lernt. Ich habe mich jetzt hierauf eingeschossen und laufe das erstmal ab. Ich meine, am Ende werden die ja sowieso alle hoffentlich irgendwann mal alles von jedem lernen und dann ist das kein Thema mehr. Ich weiß nicht, ob die Reihenfolge jetzt hier so spielentscheidend ist, auch für den Schwierigkeitsgrad und allem drum und dran. So, jetzt erstmal ein bisschen konzentrieren, damit ich hier keine Fehler mache. Hier sind wir jetzt in der Triangel, habe ich das beim letzten Mal genannt, ne? Nehmen wir beides mit und können uns dann weiter, aber nicht allzu weit in diese Richtung bewegen. Okay, warte mal, aber den Abwehrboost, den sollte er noch bekommen. Jawohl. So, Sir Auron, bei dir sieht die Route sehr unkompliziert aus. Einmal die paar Schritte nach vorne für Reflex auf der einen Seite für Zauberabwehr hier, die in diesem Wald besonders wichtig ist, wie es aussieht. Drohnen, ja, ich glaube, das kann er gut. Gibt es eigentlich irgendwas, was Auron nicht sein kann? Ich weiß es nicht. Ich glaube, dieser Mensch kann einfach alles. Ja, ich bewundere Auron. Und ich hätte eine mega Ehrfurcht, wenn ich mit diesem Menschen reisen könnte. Deswegen verstehe ich auch, wie all die Leute, denen wir hier über den Weg laufen, so auf ihn reagieren. So, Riku, schon wieder die größte Abräumerin hier. Was ist denn das hier für eine komische Route jetzt? Sie hat gerade nur einen Weg, wenn ich das richtig sehe. Obwohl, nee. Okay. Achso, das hier führt aber in eine Sackgasse. Okay, nee, dann passt das ja. Dann können wir ja eigentlich auch vorpreschen, ne? Bis dahin. Genau, und jetzt hier alles freischalten. Guck mal, dann dauert das ja bei ihr jetzt auch gar nicht so lange. So, sind das jetzt alles plus 1er? Schade eigentlich. Man kann später, glaube ich, auch die Spheroiden hier irgendwie löschen und sie durch bessere ersetzen. Was ich damals eine Zeit lang mal probiert habe, weiß ich noch, weil ich ja den Richter nicht down bekommen habe. Und ich wollte den halt über einen regulären Weg damals versuchen zu besiegen und habe damit angefangen. Aber das war irgendwie mühselig. Man musste irgendwas farmen, was sehr lange gedauert hat und sehr zeitintensiv war. Und da habe ich dann irgendwann aufgehört und die Flinte ins Korn geworfen. Vielleicht gibt es einen neuen Anlauf hier im Spiel, im Let's Play. We will see. Also auf jeden Fall, und wenn es auf Yojimbos Attacke dann hinauslaufen wird, um den Richter zu legen, ich will auf jeden Fall schon allein, weil ich meine, dass man hier auch eine Trophäe dafür bekommt, will ich das auf jeden Fall mindestens einmal schaffen. Ob das jetzt der coole oder der uncoole Weg ist, das ist mir dann am Ende herzlich egal. Ich möchte, dass der Richter in diesem Let's Play fällt. Das ist mein großer Wunsch, egal wie viel Vorbereitungsaufwand dahinter steht. Aber es wird wahrscheinlich darauf hinauslaufen, dass ich dann eine Wertebestie, die wir noch nicht haben, dafür bezahlen werde, das für mich zu erledigen.
Jawohl, also erwartet da bitte kein High-End-Quality-Kampf oder so. Aber das Thema ist noch so weit weg. Da sollte ich mir jetzt noch keine Gedanken drüber machen. Das dauert alles noch. Da sind noch so viele Hindernisse unterwegs. Oh, zwei freie Slots. Gar nicht mal so schlecht. Warte mal, der Nässeschlag, der ist jetzt hier vielleicht auch nicht unbedingt das allerzielführendste. Der bekommt wieder den Wechselspieler. Ach, siehst du mal, ich habe meine ganze Ausrüstung auch noch gar nicht angepasst. Aber ich habe jetzt keinen Bock, das in der laufenden Aufnahme zu machen. Wenn ich es nicht vergesse, mache ich das vor der nächsten Folge. Heilung braucht erstmal keiner. Ich weiß zwar nicht, wie das gerade sein kann, aber der war gerade stumm. Also jetzt ist der Stumm-Effekt abgeklungen. Aber der hat trotzdem Megiddo-Flamme und Nasshauch gecastet. Aber wenn das mal keine Zauber sind, dann weiß ich auch nicht. Ich bin etwas irritiert, weil im letzten Kampf, wo ich euch rausgeschnitten habe, da war der stumm und hat genau diese beiden Sachen dann auch gar nicht mehr gebracht. Also kein Plan, was jetzt hier schon wieder los ist. Aber ja, Kimari musste gerade seinen Kopf hinhalten. Na gut, oh, ein Onyx-Schild. Der klingt, als könnte er was. Aber nicht zu früh, Freunde. Er wird uns wahrscheinlich gegen Versteinerung schützen. Nee. Der schützt uns gegen Zauber. Finde ich gut. Darf er direkt angelegt bekommen. So, warte mal. Ich wollte jetzt hier nochmal gucken. Jetzt werde ich wahrscheinlich wieder einen Kampf triggern, aber egal. Besser als eine Kiste auszulassen am Ende, ne? Da geht's auch nicht weiter. Und schon wieder was bekommen, wo ich sagen würde, haben wir bisher noch nicht gedroppt gekriegt. Warte mal, voll im falschen Menü hier gerade gewesen. So, Zauberangriff 10%. Na gut, ist für ihn, glaube ich, eher unerheblich, aber trotzdem ganz nice soweit. Warte mal, ich bin jetzt wieder verwirrt. So, einmal Heilung für Kimari, der hier irgendwie am häufigsten aufs Fressbrett kriegt. Keine Ahnung, was da los ist. Oh, dieser Schmetterling. Der sieht ein bisschen aus wie die Schmetterlinge, die in Skyrim rumflattern, finde ich. Auch von der Farbe her und so. Oh. Okay. Warte mal, da vorne steht jemand. Ist das Oaka? Ich bin mir gerade nicht sicher. Ich habe gerade keinen Bock zu speichern. Wir gehen mal gucken. Hi. Welcome. Holiday prices on all items in celebration of Meister Seymour Watto's wedding. Jawohl. Zeig mir das Ausrüstungssortiment. Wie aber auch die Formulierung hier im Auswahlmenü jedes Mal immer so ein bisschen abweichen. So, was haben wir hier? Präventivschlag. Sonic Schwert. Wow, der Präventivschlag ist so viel wert. Okay. Ist mir fast ein bisschen zu teuer, obwohl ich mir das theoretisch ganz gut leisten könnte. Blindschlag. Auch interessant. Muss auch immer gucken, ne, dass das zum jeweiligen Charakter irgendwie so ein bisschen passt. Das ist genau das, was er gerade auch schon benutzt. EAZ-Angriff braucht sie jetzt nicht unbedingt. Das werde ich ihr nicht mitnehmen. Das hier macht den Kohl auch nicht fett. Nee, Owaka, ich glaube, diesmal kommen wir nicht ins Geschäft. Too expensive, you think? Oh nein. Was ist denn hier jetzt los? Ich glaube, ich nehme das obere, weil das wäre so mein erster Impuls gewesen. Was? Der reagiert darauf gar nicht. How about this? Ist der jetzt ernsthaft mit den Preisen runtergegangen? Ja! Wie geil ist das denn? Irgendwie kapiere ich die Mechanik hinter Owaka noch nicht so ganz. With these prices for a while. Aber ich finde es gut, dass er sich nach Kundenwünschen ausrichtet. Aber jetzt mal ganz ehrlich, Leute, wenn ich jetzt zu billig genommen hätte, hätte der den Preis dann nach oben geschraubt. Ich kann es mir fast nicht vorstellen. Aber dem Spiel traue ich alles zu, also keine Ahnung. So, nö, ich glaube, wir sind erstmal ganz gut dabei mit dem, was wir aktuell haben. Ich glaube, ich speichere jetzt doch mal eben. Denn ich möchte jetzt hier nichts Großartiges mehr triggern, aber eventuell mich noch ein bisschen umschauen. Zum Beispiel in diese Laufrichtung hier. Was geht denn da ab? Ist das eine Sackgasse? Ernsthaft? Oh! Oh! Okay. Ich dachte eigentlich, dass ich jetzt hier irgendwo eine Kiste aufgemacht kriege. Aber, ey, komm, das war jetzt eins von den Lexika, die mit Sicherheit schwerer zu finden sind, oder? Wait. It is here. Somewhere. What's here? Something you should see. But, Sir Orin. It won't take long.
Wie war das mit, ich will jetzt hier nichts mehr groß breit treten, komme ich auch wieder zurück? Ja, komme ich. Alles klar, das ist jetzt voll der miese Cliffhanger, aber eigentlich finde ich es immer ganz cool, wenn wir in neue Folgen mit irgendwelchen coolen Cutscenes reinstarten können. Ich bin mir jetzt nicht mehr zu 100% sicher, was da passiert, aber ich glaube, da wird wieder ein bisschen was Story-Relevantes auf uns warten. Insofern freuen wir uns einfach auf das, was kommt. Ich bedanke mich fürs Einschalten heute und würde mich sehr freuen, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Macht's gut und bis dahin, wenn ihr mögt. Ciao!